Sonntag, 21. Februar 2021. Es hat mich wieder zum Flugplatz getrieben und mit von der Partie heute ist der Heiko und mein Enkelkind, der John Noah. Und weshalb sind wir heute da? Zum Fliegen? Ja, natürlich, aber ich nicht. Es geht um den Heiko und der macht heute seinen Einweisungsflug hier in die C22 mit dem Sauermotor. Ich habe ihm jetzt am Boden schon erklärt, worauf es ankommt. Im Prinzip ist es keine Änderung von der Bedienung vom Sauer zum Rotax 582 mit einer einzigen Ausnahme. Der Sauer hat einen Zündkreis, während der Rotax 582 zwei Zündkreise hat, die dann während des letzten Startchecks am Rollhaltepunkt dann noch probiert werden müssten. Ne? Hat der Sauer nicht, brauche auch nicht. Das ist ein VW-Motor oder eine VW-Basis und da ist das nicht notwendig. Ein treuer, braver Kämpfer. Ja, der Heiko hat sich ja schon oft gefragt, wie ist denn das jetzt eigentlich mit dem Sauer? Und da er ja C22-Pilot ist, genau wie ich auch, liegt es also nahe, dass er sich einfach mal reinsetzt und fliegt. Ja, das wollen wir uns dann heute mal angucken. Ah, da ist er schon, der Heiko. Heiko, wie fühlst du dich? Angespannt. Angespannt? Eigentlich verkloppt, aber angespannt. Nee, also es besteht kein Grund zur Anspannung, wirklich nicht. Ne? Ich kann jetzt noch mein Headcap schon an, muss noch mal meine Sache, dann Headcap ich langsam rennen, mache alles fertig und dann... Ja? Ja, gut. Bin gespannt. Ja, dann legen wir los. Das hat bestimmt eine witzige Sache. Schade ist halt eben, dass du... Aber Opa fliegt. Ich kann es verstehen. Ja. Wo ist er dann, Mai? Aber der ist wieder fort. Vielleicht schubt er... Ah, ne, da hinten am Tor ist er. Jo, also ich bin mal gespannt, wie sich das Ganze jetzt verhält in der Luft. Mhm. Wie gesagt, es sind ja doch das Doppelte an Gewicht vom Motor, muss man ja dazu sagen. Ja, klar. Eine gewisse Hebelwirkung hier vom Motor. Ja. Und deshalb interessiert es mich auch schon, wie sich das Ganze dann im Flug verhält. Ob man es überhaupt merkt, ob man... Ja, man merkt es schon. Sie steigt nicht so gut wie die 582er-Version. Das ist ganz klar, das ist ein ganz anderes Leistungs-Gewichtsverhältnis. Deshalb. Aber das ist vor allem nicht, wenn ich drin sitze, aber bei dir... Auch ja, bei mir. Das hat schon noch gesagt, ich stehe zu viel Kekse essen. Naja, also ich bin da nicht mal, Okay. Es wird schon schief gehen. Na los, ne? Viel Spaß damit. Genau. Weißt du Bescheid? Weißt du Bescheid. Gut. Mach mal gut. Ja. Samstag in der Halle. Guck mal, was halt ein Treibe hier ist. Das ist ja unfassbar. Ah, du schaffst das schon. Ja, mein Enkelkind ist natürlich immer überall vorne mit dabei. Ne? Hier bleiben John Noah. Johnny, sag mal Hallo. Hallo. Zeig mal. Warte, das drücken wir jetzt erstmal hier drauf. Der Heiko, der macht... Das ist deine Mühle. Ja, richtig. Ne? Und wo ist denn Heikos Flugzeug? Heikos Flugzeug steht hinten in seinem Hangar. Ne? Der Heiko wollte immer mal wissen, wie das mit dem Sauermotor geht. Ne? Da habe ich nach der anderen Flugzeug geguckt. Ja. Aber du bleibst bei mir in Sichtweite, okay? Und nichts anfassen, Jonoa. Bleib hier da. Gut. Ich gehe nur in den Wohnwagen. Nein, du bleibst bei mir, nicht in Sichtweite. Ne? Guck mal, wie der Heiko sich anschnallt. Fliegt der? Ja, der fliegt gleich. Du bleibst ganz bei mir, ne? Ich
Denk dran, wenn du Zündung an hast, gleich die USB-Ports inschalten, ne? Okay, die lange Arme, ja gut, okay, das nehme ich noch so an. Wenn du jetzt dicker Bauch gesagt hättest. Das ist ungefähr identisch. Aber fliegt er mal raus, ne? Ja, gut. Ja, hol mir Wasser und ist alles. Fliegt er jetzt? Ja, der Heiko, der macht jetzt erstmal. Geht der auch gleich kleine los, Cola, ne? Bitte. Warme kleine Cola. Ah. Jetzt geht's los. Und Espresso. Jetzt geht's los. Alles klar, Himmel, Große. Du musst ja, so ist richtig. Bist du mit dem Opa? Ja. Nach so ja, nee, was. Beim Starten musst du auf Null sein. Na ja, klar. Ah ja, das ist beim Einsteigen mit dem langen Fahrgestell schiebe ich den meistens nach vorne. Ne? Das heißt dann quasi, der hat voll nachgestanden. Jo. Das ist genau wie bei dir. Da ist noch ein Flugzeug, da hast du recht. So, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Opa Jörg? Ja, Schatz. Jetzt geht's los. Ja, der Heiko, der ist jetzt ganz schwer am Rudern und macht sich ja jetzt fertig. Und dann schaltet er noch das Funkgerät ein und dann richtet er sich ein, dass das alles so ist, wie er es beim Fliegen braucht, dann klappt das auch. Ne? Das, mhm. Ja, ne? Jetzt macht er noch seine Kamera fertig. Guckst du? Ja, sie muss gehen. So, komm, wir gehen noch ein paar Schritte weg von hier. Ne? Komm. Wo gehen wir hin? Nur hier ein paar Schritte weg. Aha. Okay. Falscher Akku drin. Hast du noch? Hast du noch USB-Kabel mit? Ah, gut. Okay. Jo. Alter. Ja, ja. So ist das mit den 17 Kameras. Ja, das fliegt gleich, da hast du recht. Ja, beide Flugzeuge. Mhm. Beide Flugzeuge, ja. Ist der Geschwollgeladen? Du kannst aber die Cam, wenn du, ich habe noch USB-Kabel im Auto, dann könnte man die anschließen. Die hat auch normaler USB-Mini-Anschluss. Ah. Das ist die neue 5er. Okay. Die 5er hat die 10. Ja. Könntest du aber auch Spannungsversorgung über den Hub. Na? Na gut, macht nichts. Mach das. Any von denen ist Silve geht schon. Hol der Heiko das Flugzeug? Nein, der Heiko nimmt meine Mune. Der braucht jetzt nur eine andere Kamera. Seine geht nicht. Ne? Weißt du, was das für ein Flugzeug ist, das da anrollt? Mhm. Hm? Das ist eine Remorqueur. Ja, eine Remorqueur. Das siehst du an den Flügeln. Die sind so ein bisschen abgeknickt nach außen. Siehst du? Ja, das ist so bauarttechnisch. Das ist ein sehr, sehr schönes Flugzeug. So, der Heiko sitzt wieder im Flieger. Was? Was musst du? Gar nichts. Gut. Gar nichts. Ich mag den Heiko, gucke. Da ist er, guck. Aber ich sitz nicht. Nee, du bleibst hier, du kannst dich hier bei mir hinsetzen. Ja. Das ist aber kalt. Ja. Aber das da ist auch kalt, aber hier ist warm. Guck mal, ja, so ist gut. Guck. Nee, da kommt zu mir. Das ist besser, ne? Ja. Ja. So. Die Remorqueur ist jetzt am Starten, ne? Guckst du. Da ist die Remorqueur. Jawohl, mein Schatz. Das ist er, ne? Die sind ein bisschen nicht.
drin. Der muss ja laut sein, ne? Das, ja. Macht das ja gar keinen Spaß. Der darf ruhig ein bisschen laut sein. Ja, nicht leiser. So. Jetzt ist er leiser. So, jetzt pass auf. Pass auf. Pass auf. Er fliegt da gleich. Fliegt er jetzt? Hm. Gib ihm noch ein bisschen Zeit, er richtet sich noch ein. Das ist das erste Mal, dass er dieses Flugzeug fliegt und deshalb macht er das doppelt gründlich. Ne? Wo ist Heikos Flugzeug? Steht hinten in seinem Hangar, in der Flugzeuggarage. Wo? Ganz weit hinten. Können wir später mal gucken gehen, wenn du möchtest, ne? Aber ich mag jetzt gucken. Nee, da warten wir, bis der Heiko zurück ist und dann gehen wir gucken, okay? Ist er noch da? Ist er zurückgeflogen? Jetzt geht er laut. Jetzt hat er die Benzinpumpe eingeschaltet. Heiko! Naja, ihr werdet es merken. Ich habe ihm ja gesagt. Ja. Ja, jetzt gehen wir Spielplatz. Aber erst filme ich noch, wie der Heiko startet, okay? Laufen wir? Mhm, wir laufen das Stück. Jetzt ist er weg. Also ich habe ein Flugzeug zu verkaufen. Hier mache ich jetzt besser wie Spielplatz. Am Boden. Lass mal, mir reicht meine Mune vollkommen aus. Und der nächste Vogel wird eine 120 Kilo Klasse, sowas für alte Herren, weißt du? Ernst, ne? Doch. Doch, es war als Zweitflugzeug. Also ich habe zu Hause so Graupner Trainer. Ne? Aha, ja, ich habe dich auch lieb, ja. Ich kann die Steuer in die Ja, ja, womit wieder bewiesen wäre, wer solche Freunde hat, braucht für Feinde nicht zu sorgen. Ne? Ja, ich weiß. Da unten ist er. Wo ist der Heiko? Da hinten steht er, guck. Und da kommt, guck mal, da kommt einer reingelandet. Siehst du das? Ja, ist ein bisschen zu schnell, ne? Aber so war ich ja gestern, ne? Ja, ist okay, es funktioniert, die Bahn ist lang genug. Ja. Er hat das einzig Richtige gemacht, Vollgas und durch. Aber weißt du warum? Da ist kaum Wind, ne? Ist immer schlecht, wenn du Bugradlandungen baust. Immer schlecht. Ja, ja. Der war ja auf dem Bugrad jetzt. Aber das hätte sich hochgeschaukelt. Der hat es richtig gemacht. Hat Gas gegeben. Der Heiko gibt jetzt auch Gas. Wo ist der Heiko? Da. Jetzt kommt er. Pass auf. Fliegt der? Oh ja, der Heiko, der fliegt sowas von toll. Guck.
ist schon in der Luft. Ist das nicht ein elegantes Flugzeug? Das ist deine Moon. Ja, Schatz, das ist meine Moon. Guck, da ist der Heiko. So, jetzt habe ich vor lauter Spielplatz noch glatt Heikos Landung verpasst, aber okay, ne? Gut, dann komm, bleib auch bei mir, ne? Ha? Ja, was heißt überlebt? Das ist ja kein Problem für dich. Und? Wie fühlst du dich jetzt? Erleichtert. Erleichtert. Also zuerst habe ich ja schon ein kleines bisschen Anspannung. Aber ich muss doch ehrlich zugeben, der C22 ist es absolut egal, was für Motor drauf sitzt. Sie reagiert sogar direkter als meine. Ja, das ist eine Sache, die wir mal bei dir noch auskorrigieren. Genau, du hast Spiel in deinem Seitruder. So schön direkt. Querruder, ja? Super, wirklich. Man merkt am Anfang, gut, es fehlt ein bisschen an Bums, aber das ist wahrscheinlich geschuldet, da der Motor kein Getriebe hat. Genoa, hier bleiben. Ne, der Motor hat ja kein Getriebe, aber fluchtechnisch geil. Geil, war wirklich richtig geil. Ja. Hättest du ruhig noch ein bisschen weiter rausgehen können. Das war schon so gut. Trotzdem vielen Dank. Also es war schon geil. Ja. Das siehst du. Ich bin mal erst im Mohne mit Sauermotor. Habe ich gut gemacht, oder? Das Flugzeug ist heil nochmal beim Opa. Wunderbar. Haben wir gut gemacht. Und jetzt brauche ich dann gleich Bier. Nee, Quatsch, Kraft. Okay. Na, dann komm raus, lass ihn mal stehen. Hast du unscharf, alles aus. Weißt du, was vorhin passiert ist? Was ist die Kamera runtergefallen? Die Kamera habe ich ein bisschen abmachen, weil sie da vorne gedrückt war. Ja, ich habe den Halter jetzt Motor hergemacht. Ja, ist okay. Na? Für den Moment gut. Ich bin doch aufgeregt. Finger weg. Das so, ist empfindlich. Natürlich bin ich das mit dem Handfunken nicht gewöhnt. Ja, klar. Ich wollte es vorhin lauter machen, damit man es vielleicht durch die... Ob am Drehknopf. Ja, ich kann aber dann ohne die Frequenz verstellen. Ja. Ich habe es dann zu spät gemerkt. Ja. Und hier kann man es auch noch verstellen, dass man die Sprache besser hört. Also ich habe es ein bisschen lauter gemacht. Ich hoffe, dass man es in meinem Funk hört. Aber sonst war es geil. Cool. Hätte ich wirklich nicht gedacht. Also sehr geil. Sau cool. Super. Wie hat denn der Start ausgesehen? Gut. Sehr gut. Du kannst ja fliegen. Es ist ja nicht so, als würdest du nicht fliegen. Ja, aber es ist schon was anderes. Und du fliegst der gleiche Typ. Also der gleiche Typ, aber der Motor, was ich jetzt gedacht habe, ist vielleicht dieser Kippmoment, dass der eher kommt, weil der Motor übers Doppelte fliegt. Gar nichts. Gar nichts. Du merkst eigentlich, das ist sauer, das anders da. Sie fliegt sich direkt, aber das ist halt eben geschuldet, weil bei mir ein bisschen Spiel drin ist. Aber ansonsten ist dem Ding wirklich egal, was für Motor da drauf ist. Ja. Flieht sowas von entspannt. Und vor allen Dingen muss ich auch sagen, Finger weg. Wir haben tatsächlich, das darfst du nicht anfangen. Wir haben tatsächlich einen Flieger, wo man ohne große Probleme kann, wie du jetzt nur Österreich, ohne dass ihm was wehtut. Ja, das stimmt. So geil in den Flieger drin. Ja. Ich hatte noch nie Probleme, dass man die Beine entschlafen, dass der hintere innen pennt oder was wehtut. Ja, das stimmt. Der ist auch, er ist langsam, aber er ist auch für lange Strecke sehr gut geeignet. Da gibt es gar nichts. Ohne Worte. Also geht alles. Der Motor läuft geil. Nächste Tour wärst du, ne? Hat Transponder an? Nein. Jo, schaut da an. Glaube ich. Nee, ich habe eine Angemacht. Angemacht und ja, genau. Gut. Alles gut. So. Komm, geh mal deine Jacke holen, okay? Oder nee, ich mag keine Jacke. Weiß, hast du schon Hunger? Ja. Ja, dann bestelle ich dir eine Portion Fritte mit Ketchup. Was haltest du davon? Was gefallen? Habe ich irgendwas vergessen? Ja, vorhin habe ich ja nur gedacht, na nü, wo hängt die Kamera? Hier bleiben, Genoa. Ich habe da nur gedacht, wo hängt die Kamera? Alter, Gegenfall. Geil.
Aber was ich gemerkt habe, deine eine, die Endanzeige, die geht nicht. Jo, da muss ich sie wieder neu löten. Das ist genau. Blöd gemacht. Das ist ja diese Drahtanzeige, die da nun noch geht. Ja, ne? Ja. Und die Dinger, die gehen gern kaputt. Also mir heute ungefähr so um die 170, 180 Grad. Jo. Das war okay, aber das andere hat null angezeigt. Also die müssen wir dann müssen neu löten. Ja. Ne? Kein Problem. Gut. So. Kaffee? Ja. Mit Schuss? Ja, du vielleicht schon, ich nicht. Nee, der Timo hat sich angesagt, er kommt noch hoch. Ah, oh, coole Sache. Cool, das finde ich auch, ne? Einwandfrei. Ich mache mir gerade noch dort ein bisschen Kultüre. Hauptkultüre. Grande Kultüre. Wenn das neue helfen. Der holt mir eine Sache und bringt sie total verschludert wieder. Das so. Hast du schon alles sehr gut gemacht. Du kannst sie ja. Wie du sagst, das ist zwar. Wo machst du das weg? Auf der anderen Seite, am Halteclip von, ja, genau, ja. Du hast schon recht, im Endeffekt ist es dasselbe, aber du bist halt an einer Motor, an einer Klang vielleicht, dann bist du das Emotionale noch dabei. Ja, ist dir aufgefallen, dass die besser gleitet wie deine? Ja. Ich verstehe nicht wieso, aber die gleitet ganz anders. Die flieht sich fantastisch, wirklich, ja. Richtig gut. Hm? Ich habe direkt das Gefühl, sie wäre ein Ticken spritziger als meine. Ja. Wenn du, wie du hier rausgestartet bist, ne, das sieht ja immer aus, als wäre es so ruhig und genau, majestätisch. So, ne? Ja. Wunderbar. Nee, also, das Ernste, wie gesagt, du gibst Vollgas und dann denkst du, oh gut, okay, es kommt jetzt nicht mehr. Also es fehlt so ein bisschen der Bums, aber der ist ja direkt angetrieben. Aber sonst, die fliegt sich super geil. Na denn? Habe ich dich jetzt endgültig verseucht? Okay, dann lass uns mal eine Tasse Kaffee trinken gehen. Richtig, genau. Thank you.
Du hast nicht genau. Du hast nicht
gut gemacht, mein Schatz. So. Hörst du mich? Ja, ich höre.